Por favor. ¿Usted? Gracias, tata. ¿Sucre? Gracias. La Teresa, amb el seu realisme, amb el seu tocar de peus a terra, m'ha fet entendre molt bé que... Mit ihrer praktischen Lebensklugheit hat Teresa mir deutlich gemacht, dass die Suche nach dem Ideal, das Forschen nach der inneren Wahrheit bei den einfachen Dingen beginnen muss, bei den Alltäglichkeiten des Lebens. També segurament hi ha en mi aquesta voluntat de magnificar els objectes petits i banals. O sigui, aquest afany que tinc per demostrar d'una manera cosmica. Es liegt mir viel daran, auch das scheinbar Unbedeutende, das Banale zu würdigen. Zum Beispiel einen Stuhl, eine Schere oder ein paar Schuhe in einen kosmischen Zusammenhang zu stellen. Damit möchte ich dem Betrachter zeigen, dass eine Achselhöhle genauso übersinnlich sein kann wie ein Gottesbild. Das entspricht ziemlich genau der buddhistischen Idee vom Sandkorn, in dem ein ganzes Universum steckt. Els budistes zen que amb un gra de pols ja hi està incluït tot l'univers. Der Tod ist in meinen Arbeiten ebenso gegenwärtig wie der Schmerz. Dies ist zum Teil auf den Einfluss östlicher Philosophie, besonders des Buddhismus, zurückzuführen. Dieser hat mich mit dem Problem des Leidens konfrontiert, mit der Frage, warum es ein Leben ohne Leid nicht geben kann. Ich habe keinen Hang, Trauer oder Leid zu genießen. Aber wenn ich mich mit dem Schmerz beschäftige, so möchte ich ihn verstehen, suche nach Erklärungen, nach Wegen, wie man ihn überwinden kann. Diese Gedanken über den Schmerz haben mich nie losgelassen. Und ich bemühe mich, sie anderen verständlich zu machen. Thank you.
coses de la màgia també han estat molt relacionades sempre amb l'art. Això es veu molt clar, sobretot en les arts primitives, l'art asiàtic. Die Kunst steht in enger Beziehung zur Magie. Das wird sehr deutlich in der sogenannten primitiven Kunst, aber auch in der asiatischen Kunst, in der Art und Weise, wie dort Magie mit Religion verbunden wird. Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Bilder eine unmittelbare, körperlich spürbare Wirkung auf den Betrachter haben könnten. In gewissem Sinne sind da die Bilder, in denen ich menschliche Körperteile, Füße, Beine, Arme darstelle, mit Exvoten vergleichbar. Jenen Wachsnachbildungen von Gliedern und Organen, die die Gläubigen bei uns in die Kirchen bringen. Sie hoffen, dass durch diese Gaben ihr Gebet erhört, eine Bitte gewährt oder eine Krankheit geheilt wird. Manchmal werden die Votivgaben auch als Dank geopfert. Ich habe meinen Bildern immer diese Art von Ausstrahlung gewünscht, eine magische Kraft, die so stark ist, dass die bloße Berührung einem so etwas wie einen elektrischen Schock versetzt oder, noch besser, dass sie eine heilende Wirkung hätte. Man müsste ein magisches Bild nur anfassen oder wie einen Talisman auf die schmerzende Stelle legen und schon wären die Schmerzen verschwunden. Das wäre mein Ideal von einem Gemälde.